nämlich eine Classic Let's Play Folge mit aufzunehmen. Das wäre diesmal ein bisschen gräulich, aber diesmal habe ich auch dran gedacht. Auch wenn jetzt gerade ein bisschen verzögert, sonst hätte ich es, glaube ich, wieder vergessen. Dankeschön an der Stelle für die Erinnerung. Und ja, da auch an der Stelle herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wir werden jetzt tatsächlich sehen, was uns in Spyro, The Dragon of the Year, Year of the Dragon, okay, erwarten wird. Tatsächlich. Ich hatte ja gestern schon gesagt gehabt, dass ich kaum noch Erinnerungen daran habe, außer so zwei, drei Sachen. Und ein böser Plan entfaltet sich. Stoppt sie! Wir haben die Eier geschnappt, Eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Vielleicht seid ihr ja doch noch zu etwas Nutze. Nun geht, bewacht die Tunnel. Stoppt jeden, der hindurch will. Wo sind die Eier? Die Löcher führten zur anderen Seite der Drachenwelten. Wir fanden ein paar Eier, aber sie waren zu schwer zum Tragen. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst das tun. Niemand sonst passt durch diese Löcher. Ja, komm schon, los geht's. Finde die Eier und bring sie zurück, Spyro. Du bist unsere einzige Chance. Wird gemacht! Ja! Okay. Oh. Ich bin ja noch ein Black Spyro. Da müssen wir schauen. Wegen, ich hatte tatsächlich gestern noch ein paar Trophäen gemacht. Während ich den ganzen Kram hochgeladen habe, muss ich gestehen. Und mir kam die Ische jetzt auch gar nicht bekannt vor, aber sie hat mich gerade so unglaublich an Alice im Wunderland erinnert, an der Königin. Irgendwie hatte ich da eine Verbindung zu, ich weiß nicht. Spyro Color Cheats. Ich hatte eine Cheatlist gefunden gehabt. Ich dachte, was ist das? Und hatte damit ein bisschen herumexperimentiert. Und ich fand das sehr lustig und ich finde diesen Black Mode eigentlich ziemlich cool. Aber ich finde den Classic Spyro einiges süßer. Das war dann up, left, down, right, up, square, Ding. Nee, Quatsch. Aber up, left, down, right, up, square, Up, right, down, left, up, down.
Bin ich jetzt wieder normal? Ja, ich bin wieder normal. Wunderbar. Und ich hatte damit ein bisschen herumexperimentiert und fand ich ganz, ganz cool. Vielleicht muss ich da mal, oder mache ich noch ein Cut-Video drüber. Weil die Classic Let's Plays und so, die kommen ja doch schon ganz gut bei euch an. Also die das schauen, die geben auch gerne einen Daumen hoch. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und vielleicht interessiert das den einen oder anderen. So eine kleine Cheatlist. Oder wenn ich, jetzt wo ich es erwähnt habe, dass es natürlich möglich ist, könnt ihr gerne gucken. Findet ihr auch super easy über Google. Isabelle! Oh Gott, sind die Zucker. Damit hätten wir auch schon mal unser erstes Drachenei. Könnt ihr ganz einfach unter Spyro Cheatlist finden. Das reicht schon. Hi. Hi Spyro. Du kannst die Kamera nach links oder rechts bewegen. Um die Kamera hinter dir zu zentrieren, drück Kamera zentrieren. Du kannst dich umschauen, indem du Aktion gedrückt hältst. Dankeschön nochmal für den Hinweis. Aber ich glaube mittlerweile behaupten zu können. Was kommt da angeflogen? Du bist also derjenige, der die Eier retten soll, ja? Wie traurig. Hör zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, kriegst du in das Loch zurück, durch das du gekommen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie an Orten versteckt, die du in 1000 Jahren nicht finden wirst. Und solltest du doch ein Ei finden, werden dich unsere erfahrenen Armeen jagen und es zurückbringen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal sehe, werde ich sehr wütend sein. Und du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Bianca, du hast so knuffige kleine Wänkchen, da würde ich am liebsten erstmal reinkneifen wollen. Ich kann mir doch nicht ernst nehmen. Na, ernsthaft, einfach die Dracheneier zu stehlen hier und zu tun, als wärst du die weiß was ich, für eine Tussnell da. Ach, sieh mal an, wen haben wir denn hier? Ich bin doch schon traumatisiert genug von dir. Spyro, wie lustig, dich hier zu treffen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avalar besiegt haben. Mit meinem Geschäft ging es danach bergab, also bin ich hierher gekommen und mit der Zauberin ins Geschäft gekommen. Eine reizende Frau. Scheint auch Drachen zu mögen. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila, das Känguru, zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie entkommen lassen. Vielleicht willst du sie als Haustier? Nein. Ich will sie einfach nur freilassen, du Geldgeier. Ich hoffe, dem können wir mal ordentlich Feuer unterm Hintern machen, wenn wir die Chancen dazu bekommen. Hi, Jäger. Hey, Spyro. Ich habe eins dieser Portaldinger gefunden, das in eine andere Welt führt. Aber du musst gleiten, um es zu erreichen. Drück Sprung und dann nochmal Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Ich finde das ja mit den Tutorials echt super süß und super gut gemacht, ne? Ich hab da echt so viele Gedankenlücken an der Stelle. Aber es nervt gerade an der Stelle, dass das halt immer so wiederholt wird, ne? Aber so vergisst man es auch nicht, wenn man alle drei Teile hintereinander spielt. Oh, das scheint ja auf jeden Fall eine etwas... größere Welt zu sein. Für eine Dinnerparty in der Tiki-Hütte und das Portal zu mir nach Hause funktioniert nicht. Vielleicht geht es wieder, wenn ein paar mehr Drachen schlüpfen. Okay, Rocky. Werden wir zusehen, dass wir das hinkriegen. Habe ich den Sprung? Ah, okay, den Sprung habe ich also nicht verlernt. Liam! Oh. Scheint auf jeden Fall gefühlt jetzt die größte Heimatwelt aktuell zu sein. Da ist nochmal Zoe, Tinkerbell. Gefällt dir der aktive Kameramodus? Sonst kann ich ihn wieder auf passiv zurücksetzen.
Nee, ich möchte. Okay, dann lasse ich es so. Vergiss nicht, dass du den Kameramodus auch selbst im Optionsmenü ändern kannst. Okay. Auf dem Grund dieses Sees liegt ein Ei. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Holst du es rauf? Du kannst tauchen, indem du Stürmen an der Oberfläche drückst und auch unter Wasser stürmen, indem du Stürmen gedrückt hältst. Okay. Mittlerweile sind wir ja nicht nur Meistergleiter, wir sind auch Meisterschwimmer. Hier ist noch ein Zeppelin. Was ist das hier für ein Sparks-Schild? Oh, okay. Da will ich gerade am Muschelstrand baden gehen, als mein Portal einfach vor meinen Augen verschwindet. Wenn du noch mehr von diesen Dracheneiern findest, würde das Portal bestimmt wieder funktionieren. Sorry, da habe ich außersehen einmal zu schnell gedrückt. Da werden wir natürlich zusehen, dass wir das Portal da auch aufkriegen. Oh, ich habe vergessen, den Titel zu ändern vom Stream, merke ich gerade. Bruce! Aber nicht Bruce Danell, ne? Er hat die falsche Farbe. Boah, stellt euch jetzt vor, da wäre Bruce Danell so rausgeschossen, so. Die dachte, muss leben. Ich kann den Dialekt nicht. Aber das wäre geil gewesen. Mit so einem Handtischchen. Ich muss den Streamtitel noch ändern. Das mache ich jetzt auch gleich, wenn wir fertig gebadet haben. Aber habe ich alles hier unten? Scheint schon, ne? Bearbeiten. Spyro Year of Hook of the Dragon. Hat er es geändert? Okay. Hat da Wunderbärchen. Und Gesundheit. So, waren hier noch ein paar Edelsteine? Nein, ne? Achso, ich sollte mir vielleicht danach wieder den Chat anwenden. Haben wir sonst noch was, außer die zwei Portale hier? Und da oben ist noch was, ne? Wie kommen wir denn dahin? So, hierfür fehlen uns 20 Dracheneier, aber auch die sollten wir bekommen. Hey Maxim, grüß dich. Nein, wir sind jetzt im dritten Kapitel. Und im letzten Kapitel, leider. Aber wie geht's dir, wenn du schon hier bist? Schön, dass du da bist. Wegen Spyro gehört tatsächlich, das hatten wir gestern, gehört tatsächlich zu einem der Spielen, wo du für 40 Euro so viel Spielcontent kriegst. Was phänomenal ist, also wirklich. Hier. Und ich spiele ja schon recht zügig und gemütlich zugleich. Ich habe ja auch längere Pausen dazwischen, weil ich ja immer die Sachen schneide und hochlade und alles.
Das ist schon echt schön. Okay, mein Workout hat mir bessere Stimmung gemacht. Das freut mich natürlich zu lesen. So, ich habe da oben eine Höhle gesehen. Wie kommen wir auf diese Höhle? Wahrscheinlich mit irgendwo tauchen, kann ich mir das vorstellen. Ja doch, mir geht's heute ein bisschen durchwachsen tatsächlich. Ich hatte ein bisschen Probleme gesundheitlich und auch Stress so, aber sonst geht's mir jetzt aktuell verdammt gut. Und ich habe jetzt hier Spyro, ich streame, von daher alles tutti kompletti. So, okay, da gibt's nichts zum Tauchen. Dann kommen wir wahrscheinlich von ganz woanders dahin, wa? Aber hier ist auch nicht zufällig irgendwie... Ich meine, auf der letzten Karte haben wir ja schon gemerkt, dass es so ein paar eklige Stellen gibt, die wir durchbrechen konnten oder ähnliches. Das wird hier dann wahrscheinlich natürlich jetzt umso häufiger vorkommen, garantiert. Oder unter Garantie, besser gesagt. Aber ich denke mal, wir können mit dem ersten Portal auch anfangen, ne? So, würde ich mal sagen. Und das erste Portal ist das hier. Und zwar... Filler Sonne! Kannst du uns helfen? Horden wilder Rhinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Okay, machen wir Ratsbetrieb. Ich fand den Dialekt ja gerade ein bisschen überspitzt, gut. Ah, hier gehen auch die Gegner wieder stimmt. Die aber komischerweise ziemliche Angst vor uns haben, offensichtlich. Lass mich nur wieder zu Atem kommen und dann mache ich den Kerl fertig. Glauben wir, der Paulus. Ah, da haben wir einen größeren Kandidaten dahinter. Sieht aber fast so aus, als könnten wir da durch. So, haben wir hier alles? Scheint mir fast so. Oh. Da ist er mir in die Hörner gerannt. Dieser Rhinox ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. So ganz schön verwinkelt diese Welt hier. Vanessa! Damit haben wir unsere ersten Kartoffeleier. Aber das finde ich schon mal schön, dass wir aus Kapitel 2, Riptus Rage, die Fähigkeiten beibehalten. Beziehungsweise, dass die hier mit neu oder schon mit einintrigiert sind. Dann werden da sicherlich die ein oder anderen neuen Fähigkeiten hinzukommen. Hi Spyro! Immer wenn dir eine Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Danke schön, Tinkerbell. Hm.
Och, hey, ist das ein Riesenhuhn da oben. Das war ein Riesenhuhn. Hallo? Lässt du den Kleinen in Ruhe? Schläger der Filler. Danke für die Hilfe. Aber ich denke, mit der Zeit hätte ich ihn besiegt. Ja, das glaube ich dir. Ich habe da großes Vertrauen dran. Hat er das ganze Huhn alleine gefuttert? Danke für die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Sandus. Na, wer hat den Tanz erkannt? Das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Nein, das war genau das richtige Huhn. Gar kein Problem. Was ist das hier für ein Portal hier oben? Na, gehen wir mal rein. Mal gucken, was passiert. Wow! Ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Na, natürlich! Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Komm zu mir, wenn du ein paar Tipps vom Meister willst. Fange die Echsen. Daran konnte ich mich noch ein bisschen erinnern, dass das mit dem Skateboard-Ding hier war. Ich fand das so lustig damals schon. Und hier ist das auch nicht schlecht, ey. Aber ich muss mal gerade gucken. Okay, Speed kann ich nicht aufbauen. Aber Stunts kann ich machen. Oh. Ich weiß nur nicht ganz, wie man die Stunts triggert. Ah doch, so. Und... Oh. Wo haben wir noch eine Echse? Da oben. Vier Stück fehlen uns noch, oder? Ach, da ist noch eine. Boah! Das war kein fairer Move hier, dass du da einfach mal so die Richtung wechselst, mein Guter. Oh. So, jetzt fehlt uns noch eine. Eine Echse fehlt uns noch, wa? Ich bin ja schon mal überrascht, dass es hier kein arges Zeitlimit gibt. Wisst ihr, wie ich meine?
Ich glaube, ich hab's gesehen, wo die kleine Sackratte steckt. Ah ja, da ist sie. Wie kommen wir denn dahin? Erstmal brauche ich ein Skateboard. Hey Spitze! Während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. Emily! Okay, dann lass mal hier noch gerade alles so einsammeln, was hier noch so ist. Aber ich glaube, da bin ich schneller zu Fuß. Wird hier auch angezeigt? Nee, hier wird nicht angezeigt, wie viele Edelsteine einfehlen hier in dem Gebiet. Aber ich glaube, das dürfen jetzt alle sein. Zumindest gefühlt. Ne? Da lächelt mich noch einer an. Da oben waren wir jetzt auch nochmal, aber ich glaube, ich geht vorsichtshalber nochmal da hoch. Wieder eine Skaterbude. Ich bin leider nicht erreichbar, ich bin Spyro zocken. Sorry. Das sieht gut aus. Okay, also die lila Portale in den Welten sind... Kann ich denn, by the way, absteigen von dem Teil? Gar nicht. Okay, cool. Ah, aber jetzt ist auch hier die Tür auf. Oh, hier haben wir noch einen Edelstein vergessen. Haben wir gerade knapp über die Hälfte. Wow, okay. Also fehlen uns hier noch jede Menge. Oh, da oben ist auch noch. Okay. Schade, das Känguru wird zurzeit festgehalten von mir. Ah, okay. Von dem Geldgeier. Also müssen wir hier auf jeden Fall später nochmal rein. Na. Ich
glaube schon, dass man das dahin schafft, ne? Von da aus. Marco Bono, hi, grüß dich, wie geht's dir? Miles. Super ausgeschlafen und dir, mir geht's auch super. Fähigkeitspunkt erhalten. Yay! So, dann können wir hier quasi ja jetzt erstmal nicht mehr machen. Die Tür da oben ist versiegelt. Und, gefühlt habe ich aber alles hier. Ich tu mal noch Sparks anheuern. Nee, das ist dann definitiv draußen. Oh, hier ist ein fettes Huhn. Sieh nur, da ist ein Huhn. Ich hoffe, es ist nicht das einzige. Ja, sehr großes Huhn. Oh, hier ist noch einer. Ja, und jetzt zeigt Sparks auch nur noch da oben hin. Okay, gut. Das bedeutet, wir können hier raus und wir haben über 300 Edelsteine, ne? Genau, dann können wir jetzt das Känguru freilassen. Und dann Känguru freilassen und dann gehen wir da nochmal rein und dann machen wir das andere da. Bum. Babbeli bibbili bibbili bu. Wollte denn hier was eigentlich von mir? Hat er vorhin gebimmelt, ne? Und bimmel gleich nochmal, okay. So, wo ist der Geldgeier? Oder wo bin ich immer nicht mehr hier? Ich bekomme ein Vermögen dafür, dass Sheila das Känguru eingesperrt bleibt. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin viel Ärger bereitet haben. Das Känguru könnte mir aber versehentlich entkommen, wenn du mir eine kleine Gebühr zahlen würdest. Oh, Spyro, du bist so liebenswert naiv. Dein gutes Herz wird eines Tages womöglich dein Untergang sein, aber im Moment macht es mich reich. Das stimmt, ne? Mit Naivität. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dich einfach so rauslasse. Echt nett von dir. Nichts für ungut, okay? Okay. Ich mache ja schließlich nur meinen Job. Dankeschön. Das hat er verdient. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja, ich heiße Spyro. Das ist mal eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Puff! Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Ja. Und was seltsam ist, als sie weg waren, war auch die ganze Magie der Welt verschwunden. Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wundsteine und noch mehr. Aber ohne die Drachen ist alles vertrocknet. Funktionieren deshalb manche Portale nicht? Ja, sie verblassen langsam, nach und nach. Tja, ich muss nach Hause, Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Ich folge dir nämlich jetzt auch gleich sofort.
Ich folge dir gleich sofort. Ich folge dir jetzt sofort. Nee, Quatsch, warte, das war das falsche Portal, glaube ich. Shayla's Alm. Shayla's Alm? Genau, was ich noch sagen wollte, mit Naivität kommt man in der heutigen Realität echt nicht mehr weit. Ne? Man läuft in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Und nicht zum positiven Sinne oder nicht auch nicht im lustigen Sinne. Nochmal danke, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Okay, Hi, Sheila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Okay. Okay, ich steuere jetzt also ein Känguru. Okay, cool. Ah, die hat aber auch alle Tricks drauf. Ja, moin. Ja. Damit kann ich aber ganz schön hoch hüpfen. Ja. Oh Gott, dammit. Ja, ich war kurz bei der Schönheitschirurgie und dachte, so ein paar Kängurubeine stünden mir bestimmt auch gut. Marco Bohne. Ja, ich war jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Wir haben jetzt Sheila das Känguru befreit. Mit einem Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf dem Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das gemeistert hast, kannst du alles erreichen. Danke schön. Genau, wir haben Sheila das Känguru befreit und jetzt sind wir hier Schadensbegrenzung am Treiben. Das ist ja mal lustig jetzt hier. Ah, endlich wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Oh ja, gib mir das. Das geben wir dann Spyro. Jetzt müssen wir schon in dritter Person reden hier. Hi. Hi. Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit dem fertig bist. Okay. Na komm mal her, du Elch. Obadabem. Oh nein, der arme Billy. Haben hier kein anderes Leben. Aber sie lässt sich unglaublich angenehm steuern. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre... Also es fühlt sich anders an. Es fühlt sich ein bisschen schwerer an. Kann ich mit der auch planschen, oder? Ja. Aber es lässt sich gut steuern, auf jeden Fall. Da oben geht nicht weiter. Hätte ja sein können. Hey, Sheila! Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Ja, den Gedanken hattest du auch. Da guck mal, noch jemand mit diesem Ententanz. Ich hätte jetzt auch schon fast gedacht, da oben wäre so ein kleiner Secret gewesen oder so. Oh, Marco Bono. Glückwunsch zu Level 4. Ja.
Bäm, bäm. Kommen ja immer mehr Leute raus. Die verfolgen ja einen. Ja, sowas muss man dann auch erst bekommen, ne? Wann wird das Spiel eigentlich freigegeben? Ab 6 Jahren, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube schon. Warum kannst du das dann nicht spielen? Bist du unter 6 Jahre? Danke für die Hilfe, Sheila. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. Nein. Ich ja auf jeden Fall. Wenn du vergisst, wie du einen Charakter oder ein Fahrzeug steuerst, ruf das Pause-Menü auf und wähle Steuerung. Okay. Bis auf, dass die keinen Dash hat, hat die alles andere wie Spyro auch. Und hier fehlen mir noch unglaublich viele Edelsteine. Nein, wir schmeißen keine Dracheneier auf Billys Haus. Ah, da ist. Hier ist. So, hier haben wir angefangen, ne? Ja. Okay. Ah, nur 25, okay. Na, vielleicht noch einen Stein oder so, den wir übersehen haben. Diese kleinen, meinst du die hier? Ne, die sind für Sparks. Die sind für Sparks. Okay, da geht's nicht weiter hoch. Oben ging es ja auch nicht lang. Und hier hinterm Wasserfall ist letztendlich aber auch nichts, ne? Ja. Okay. Mal hier gucken.
Ja, da bin ich dir wohl zuvor gekommen, Marco, wa? Okay, dann schalten wir mal Sparks mit ein. Ah, da. Brauchte nur die Richtung und da habe ich es gesehen. So, das dürften die letzten sein. Boah, uns fehlen 5 kleine Edelsteinchen. Schweinerei. Fünf Edelsteine fehlen uns. Also ein violetter kann es sein oder mehrere rote, aber ich glaube eher ein violetten, wa? Was würdet ihr schätzen? Zwei rote, zwei grüne, ein roter würde auch gehen, violetter. Und ich glaube, es ist ein violetter Stein, der uns fehlt. Der zeigt uns irgendwie, ich schalte Sparks gerade wieder mit ein. Und ist es ein violetter, beziehungsweise lilaner. Okay, Wunderbärchen, 100% des Levels abgeschlossen. Ey, damit hätten wir unser erstes Level in Year of the Dragon komplett. Woo! So, dann gehen wir mal zurück nach Bad Sonnenaufgang. Hab grün gedacht. Also zwei grüne, ein roter. Ich habe wieder vergessen, den Chat mit Dings und so, ne? Ich hatte zwar geguckt gehabt für ein Chat-Overlay, aber die waren alle so klumpig und so mistig. N64, was war das denn? Eine Spielekonsole, glaube ich. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier rauf. Auf. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey. Bilde ich mir das ein, oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Ja, da scheint sich doch wohl jemand nicht in die Hexe zu verlieben, wa? Oh, meine Playse wird wieder so laut, ne? Ist nie mehr normal. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück in Villa Sonne, wo ich eigentlich rein wollte. Weil da ist die Zauber... beziehungsweise das Känguru ist ja jetzt da auch befreit. Hallo, du hast gefälligst, heute bis zum Ende zu bleiben. Nein, Quatsch, alles gut. Ich hoffe nur, du hast gestern keinen Ärger bekommen oder so. Das wäre gemein. Genau. Da ist nämlich jetzt das Portal offen. Überall sind Rhinoxe. Vielleicht finde ich auf der Spitze dieses Turms ein bisschen Ruhe und Frieden.
Hm, wollen wir doch mal gucken. Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird von bösen Rhinoxen auf der Spitze dieses Turms bewacht. Kannst du sie für mich retten? Ich probier's. Kann schon ein wenig selber beschreiben. Ja, wer weiß. Manche Eltern sind da ja sehr streng und sehr Ich krieg das Wort gerade nicht hin, ne? Auf jeden Fall das andere Wort für Disziplin. Disziplin-Dings. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Ist dem so, ja. Gott, wie viele Gänge gibt's denn hier? Geht's noch höher? Nein, nein. Da gibt es noch so einen Eingang. Du hast da, würde ich sagen, keine Probleme. Ich? Nein, ich habe ja auch meine eigenen vier Wände, ne? Das ist so der größte Vorteil, den du, glaube ich, haben kannst. Ist das nur hier diese kleine Ecke gewesen? Scheint so, ne? Ja. Okay. Wie viele fehlen uns denn noch? 31. Ja, aber wenn du daheim wohnst, die Eltern waschen deine Wäsche, kochen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich dann Hotel Mama und der größte Luxus. Da ich aber selber, meine ich, sehr sauber lebe. Unordnung gerne mal, Sauberkeit muss aber schon sein. Ist das schon mal kein Problem. Wäsche macht sich eigentlich auch schon fast von alleine. Mehr oder weniger. Nur hier und da muss ich ein paar Hemden mal bügeln. Leider Gottes sowas Nerviges, aber... Ja, und kochen? Na, pizza.de, go for it. So, irgendwie komme ich hier gerade nicht ganz weiter, wegen hier alles so auch verwinkelt ist as fuck. Und es ist günstiger bei Hotel Mama. Na, man hat keine Miete. Das hast du vergessen, das Wichtigste hast du vergessen. Man muss keine Miete zahlen und so.
Das Einzige, was ich nicht verstehe bei vielen Leuten, die dann mit 40 noch bei ihren Eltern wohnen können. Also nicht in einem Familienhaus oder so, ne, wo das vielleicht noch verständlich wäre, ne, Sohnemann in dritter Etage, Eltern unten und so, das wäre völlig normal, finde ich. Aber ich kenne da manche Leute so, die sind wirklich Anfang 40. Und ach, guck mal, es gibt doch noch höher hier. Anfang 40 und die wohnen wirklich auf 80 Quadratmeter mit ihren Eltern noch zusammen, wo ich mir so denke, magst du nicht in Angelsachen, aber sicher auch so dein eigenes Leben? Mit 40, also dein Alter, ja, genau so. Jetzt geht's definitiv nicht mehr höher, ne? Aber von hier aus kommen wir aber, glaube ich, auch nicht mehr woanders hin. Muss ich schon Geld bezahlen? Ja, das hat so eine Wohnung an sich, dass die dann Geld kostet. Und Nebenkosten, Internet, gegebenenfalls Auto, kommt ja dann auch noch alles. Doch, geht noch höher. Hast du doch noch gesehen, dass es noch höher ging da oben? Oh, jetzt gehe ich erstmal planschen. Ich habe meine Liebste. Wow, es sind sogar wieder alle Gegner da. Wie geil ist das denn? Als wäre das ein Challenge-Ding hier. Aber die Steine haben wir nicht verloren. Okay. Es fehlen also 24 Stück noch. Ob es dann noch höher ging. Ah, ich hab's gesehen. Auf jeden Fall, wo eins fehlt. Hier geht's nicht mehr weiter höher, oder? Doch, hier vielleicht? Oh, schau mal, du hast tatsächlich recht. Oh, guck mal, wie wir hier oben haben. Marco, schickte dich. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Okay, Rapunzel. Wo habe ich dich geschickt? So, eins weiß ich noch, wo es ist. Das habe ich schon vorhin gesehen. Tada! Das war sogar der letzte. Aber wir haben Filler Sonne dann immer noch nicht komplett. Okay, hier ist also definitiv nichts mehr. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Und hier ist auch nichts. Aber wir haben erst 91%. Ach, das Ei fehlt noch.
Actionskaten 2. Okay. Aber normalerweise sprechen die doch einen danach immer noch wieder an, wenn da Level 2 sind. Müssen die jetzt selber ansprechen? Dann lass uns mal gerade geschwind dahin. War doch hier, ne? Ja. Okay, wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit abgelaufen ist oder du stürzt, kann ich vielleicht noch ein Ei beschaffen. Warum gibt es mir nicht einfach nur? Jäger sabotiert die Rettung. Boah, das war knapp. Ich wäre fast da runtergefallen. So, wo fehlt uns jetzt noch eins? Ah, da. Hey, yo, du kommst auch noch dran. Keine Bange. Boah, das war klasse. Und guck mal, da war noch ein Ei im Echsenbau. So, damit hätten wir auch unser zweites Villa Sonne auf 100%. Wunderbärchen.